Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr mich noch nicht kennt, weil ihr nach Madden 19 gesucht habt, mein Name ist JD, echter Football Madden, alles hier auf dem Kanal. Dazu immer hier und da noch ein bisschen was anderes. Aber jetzt zum Hauptbestandteil des Videos. EA kam und hat so ziemlich jeden überrascht und hat bekannt gegeben, Madden 18 kommt am 10. August raus dieses Jahr. Madden 18 habe ich gesagt. Dankeschön, ich Trottel. Bin noch keine Minute im Video drin und schon versprochen. Madden 19 natürlich kommt raus am 10. August und das ist viel früher als alle gedacht haben. Normalerweise die ganzen letzten Jahre schon seit ich Madden spiele und noch länger kam Madden immer so Ende August raus. Das heißt, dass es am 10. August jetzt schon rauskommt, ist unglaublich früh. Ich weiß, es ist nicht viel, es sind vielleicht 2 Wochen, vielleicht knapp 3 Wochen, aber es ist für den Spieler ist es viel. Glaubt mir, dann zu dem Zeitpunkt seid ihr schon so im Hype für euer neues Team, für die Rookies und was weiß ich. Da wollt ihr das Spiel haben. Deswegen sehr froh. Jetzt sogar noch, wer die teure Version vorbestellt, die Hall of Fame Version, der kann schon am 7. spielen. Man kriegt es 3 Tage früher, was für viele vermutlich einer der Hauptgründe sein wird, sich die teure Version zu holen. So, wir gucken uns jetzt gemeinsam mal an, was bis jetzt schon bekannt gegeben wurde. Ich werde immer mal wieder neue Videos machen, euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, aber wir gucken einfach mal rein. Bumm, ich bin auf der EA Sports Seite. See what's new in Madden NFL 19. Mit einem Bild, kurz bevor Marshawn Lynch den Ball spiked. Releases on August 10 on Xbox One and PlayStation 4. Also auf beiden Konsolen am 10. geht's offiziell los. Wie gesagt, 3 Tage vorher, wenn ihr die teure Version euch holt. Wir gucken mal, was als erstes uns angeboten wird. Enhanced Control, also sozusagen verbesserte Kontrolle. Player experience is at the forefront of Madden NFL 19. Advances have been made to give players even more control and responsiveness, while bringing in fresh gameplay concepts to push Madden to unbelievable heights. Also, letztendlich ist es nur ein bisschen Rumgelaber dafür, dass man mehr Kontrolle hat, mehr Gameplay-Kontrolle, also im Spiel, wenn es läuft. Und hoffentlich, wir kommen später noch drauf zu sprechen, aber mehr Kontrolle in allem, also in Ultimate Team. Und hoffentlich im Franchise-Modus. Schon seit Jahren kommen Fans und sagen, euer Franchise-Modus, der hängt hinterher. Guckt euch den an von 2K zum Beispiel. NBA ganz groß. Das ist kein Vergleich. Nächste, was ganz wichtig ist, Real Player Motion. Na, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, was ich davon halten soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn das ist gefühlt jedes Jahr. Man muss es natürlich auch immer ein bisschen groß hypen. Madden kann nicht sagen, okay, wir bringen euch jetzt, oder EA kann nicht sagen, wir bringen euch jetzt Madden 18 raus mit neuen Rostern. Das geht nicht. Man braucht immer ein bisschen was Neues, Aufregendes. Wir lesen mal. Wenn ich übrigens was falsch lese, tut's mir leid. Erstens Englisch, zweitens habe ich immer nur einen Versuch, weil ich keine Lust habe, hier rumzuschneiden. Drittens ist die Hälfte hinter meinem Popschutz von meinem Mikrofon, deswegen. Real Player Motion. At the base of these advances is Real Player Motion, designed to deliver hyper-realistic animations with a higher level of gameplay. The elevated animations bring incredible elements to the ball carrier control. Und darunter haben wir dann 3 Beispiele. Also insgesamt geht es nur darum, dass sich alles ein bisschen realistischer anfühlen soll. Und es reicht ja in den meisten Fällen schon, wenn sich irgendwie alles ein bisschen neu anfühlt. Es muss nicht immer unbedingt besser sein, einfach ein bisschen was anderes, ein bisschen was Frisches reinbringen, hilft schon viel. Ganz links sehen wir Fan Favorite Celebrations. Celebrate your way with full collection of Fan Favorite Signature Celebrations and bring the swagger of today's NFL. Ihr seht auf dem Bild eine Celebration von den Steelers mit Kamehameha. Ich glaube, das war Juju. Auf dem Bild ist es auf jeden Fall auch Juju. Das heißt, was wir aus dem Bild sehen, ist, dass wir jetzt Celebrations haben können mit mehr Interaktion von mehreren Spielern zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt reinrenne und mache einen Touchdown, ist es nicht nur einer freut sich, sondern alle zusammen machen ein bisschen was. Was ja auch letztes Jahr in der NFL neu war. Das wurde jetzt scheinbar verbessert. Diese erste Hälfte vom ersten Satz verwirrt mich ein kleines bisschen. Celebrate your way, also quasi feiere so wie du willst. Heißt das quasi, man kann sich aussuchen, wie man feiert, was man für eine Celebration macht? Ich würde es persönlich ziemlich cool finden, viele Leute würden es vielleicht ein bisschen unnötig finden. Wir werden sehen. Nächste neue Sache, push the pile. Push blockers rather than maneuver around them for tough yards. Das finde ich persönlich cool. Wenn du nämlich durch eine Lücke gehst, quasi in Inside Zone zum Beispiel, oder einfach irgendein Inside Run, wenn du durch deine Line musst, wo eine Lücke für dich gestaltet wird,
häufig ist es so, dass du dich an irgendwem festrennst. So, es ist quasi so, dein Arm streift den und bumm, du fällst um. Und das ist dieses Jahr scheinbar nicht mehr so. Aber, um fair zu sein, um jetzt die Euphorie ein bisschen zu bremsen, Madden sagt das jedes Jahr. Und wenn es letztendlich heißt, dass es nicht realistischer wird, sondern einfach nur simpler durch die Mitte zu rennen, dann bin ich da dagegen. Denn der Lauf sollte nicht noch mehr verbessert sein, als er letztes Jahr sowieso schon wurde. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Nächste, was wir dann haben, das letzte von diesen drei Sachen ist One Cut, Accelerate and Stop on a Dime for Explosive Cuts to Breakthrough Defenses. Quasi die ganzen Skill-Moves werden nochmal einen Ticken besser. Abstoppen, beschleunigen, sowas wird jetzt vielleicht nochmal ein bisschen cooler. Ich glaube, das ist einfach sowas, was sie nochmal reingeworfen haben, damit es cool aussieht. Skill-Moves sind immer wichtig. Vielleicht heißt es auch, dass der Spin-Move nächstes Jahr nicht mehr so krass ist und man sich wieder mehr auf Jukes, also auf Körpertäuschungen konzentriert, was auch ein kleines bisschen realistischer wäre. Aber da ist noch nicht wirklich viel gesagt. Ansonsten haben wir dann noch ein bisschen viel Zeug, der Ultimate Challenge. Ich will euch das jetzt nicht alles vorlesen. Und ihr seht hier in dem braunen Kästchen, meine Fresse, Farbenblind. In dem grauen Kästchen, Learn More Week of 28.05. Learn More Week of 11.06. Control Your Dynasty. Also wir werden immer mehr neue Sachen kriegen. Hier anscheinend zuerst mal Ultimate Challenge, Ultimate Team. Danach lernen wir was Neues zur Franchise. Dann kommt wieder was Neues zu den Visuals am 18.06. oder um den 18.06. Das heißt, letztendlich kriegen wir nicht alles jetzt schon geliefert, sondern so nach für nach. EA Play ist, glaube ich, Anfang Juni. Das heißt, da kriegen wir nochmal neue Neuigkeiten. Und wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann kann ich euch nur sagen, abonniert jetzt unbedingt. Wenn ihr alles so schnell wie möglich haben wollt, dann aktiviert diese komische Glocke, die da noch ist, damit ihr die Nachrichten sofort erhaltet. Ich werde euch auf jeden Fall alles so schnell wie möglich bringen. Ihr seht, es ist ein Double-Upload heute. Ich hatte eigentlich schon ein Video für heute, habe mir jetzt gedacht, die Nachrichten sollten so schnell wie möglich rauskommen. Deswegen mache ich schnell noch ein Video für euch. Wenn euch das gefällt, wenn ich das in Zukunft weiter so machen soll, dann lasst mir ein Like da. Ich glaube, ich habe davon keinen Vorteil. Ich will einfach wirklich nur wissen, ob es euch gefällt. Das nächste, was wir machen werden, ist, wir gehen auf die PlayStation-Seite und hier seht ihr schon Madden NFL 19 Hall of Fame Edition. Und hier, das ist ein bisschen der Punkt, weswegen ich noch überlege, ob ich mir die Hall of Fame Version hole oder die normale Version, weil es endlich, ich bin ein Football- und Madden-YouTuber. Das heißt, ich sollte Madden schon so schnell wie möglich haben. Aber 90 Euro ist so viel Geld. Es klingt albern und ja, aber ja, ich stehe hoffentlich kurz vorm Studium und sowas. Ich habe nicht so viel Geld, um es einfach so irgendwo hinzuschmeißen. Und 90 Euro sind verdammt viel Geld. Gerade wenn man davon ausgeht, dass die Standardversion um die 60 Euro kostet. Und wir können mal gucken, was man dafür als Sonderleistung kriegt. Es sind ja schon ein paar Sachen da. Beschreibung, Vorbestellung, sofortige Zahlung erforderlich. Bestelle Madden NFL 19 Hall of Fame Edition heute vor und dominiere den das Gridiron. Ich hätte den gesagt, aber das ist auch interessant. Mit 3 Tagen Vorabzugang zu Madden NFL 19. Deiner Wahl aus einem von 5 Elite Hall of Fame Legenden. Cool. Ich kann euch jetzt schon sagen, sind Terrell Owens defensiv, Deion Sanders, vielleicht wieder Barry oder LaDainian Tomlinson. Auf jeden Fall solche Leute in dem Kaliber ungefähr, die dann nach 3 Wochen sowieso schon nicht mehr wirklich was wert sind, aber wir werden sehen. Deiner Wahl eines Elite-Spielers aus deinem Lieblingsteam der NFL. Ich glaube, das kriegt man sowieso. 12 Gold-Team-Fantasy-Packs, das kriegt man definitiv nur mit der Version. Ein Training-Pack, ein Madden NFL 19 Cover-Athlete-Elite-Spieler. Man weiß noch nicht genau, wer der Cover-Athlete ist. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Man weiß, auf der Hall-of-Fame-Version ist Terrell Owens drauf. Wer den nicht kennt, sollte sich unbedingt Terrell Owens Highlights angucken. Vielleicht packe ich welche in die Kommentare, da könnt ihr jetzt mal nachgucken. Wenn ihr den nicht kennt, unbedingt gucken. Und wenn ihr den kennt, habt ihr vermutlich sowieso Bock, die zu gucken. Und das letzte, was ihr noch kriegt, 2 individuelle Trikots in Madden Ultimate Team. Könnt ihr euch vermutlich 2 irgendwelche besonderen Trikots, vielleicht Color Rush oder sowas aussuchen. Wir werden sehen. Hier standen auch noch ein paar interessante Sachen drin, deswegen gehen wir da auch nochmal ganz schnell durch. Madden NFL 19 gibt dir spielverändernde Kontrolle auf dem Feld und außerhalb. Real Player Motion revolutioniert deine Spielerfahrung mit einer präziseren, zielgerichteten Gameplay-Kontrolle. Da haben wir eben schon drüber geredet. Erstelle und teile benutzerdefinierte Draft-Klassen, entwickle deine Spielstrategie, verbessere deine Spieler und führe deinen Spielplan mit allen neuen positionsbezogenen Archetypen in Franchise durch. Was mir das Ganze sagt, dieser lange, komplizierte Satz mit vielen Aufzählungen, ist, wir können endlich unsere eigene Draft-Klasse haben. Endlich! Und ihr müsst euch da gar nicht irgendwie Sorgen machen, dass ihr euch das selbst erstellt. Es gibt immer nette Leute auf der Welt, die so ein Roster für alle erstellen. Bei 2K gibt es das schon seit Jahren. Für alle, die nicht verstehen, was das heißt.
Dieses Jahr beispielsweise hättet ihr euch mit der Franchise im ersten Jahr, wo ihr spielt, einen von jemand anderen erstellten Draft-Roster runterladen können und dann scoutet ihr nicht irgendwelche vom Computer erstellten Spieler, sondern ihr scoutet die wirklichen Spieler, die tatsächlich dieses Jahr gedraftet worden sind. Das heißt, ihr hättet dann zum Beispiel Franchise gespielt, Madden 18 und scoutet Baker Mayfield. Sowas zum Beispiel. Und das ist extrem cool, weil ihr dann mit den echten Spielern aus dem College spielen könnt. Und schon vorher, bevor die überhaupt gedraftet wurden und sowas. Und dann selbst ein Jahr danach wird es Leute geben, die dafür wieder ein Roster erstellen. Also das ist beinahe das Beste, was es aus den ganzen Neuigkeiten rauszulesen gibt. Ansonsten, alles andere ist relativ 0815. Trainiere deine Lieblingsspieler im Madden NFL 19 Ultimate Team, damit sie zu deinem Kader passen und führe dein Team auf neue Arten zum Ruhm. Das klingt ein bisschen, als könnte man die Chemie von Karten ändern mit irgendwelchen Solos oder sowas. Ist interessant, da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Im Game Käufe optional, ein ganz kleiner Satz, heißt vermutlich wieder Pay to Win, aber man wird sehen. Weitere Informationen, bla 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 bla. Ein was ich jetzt nicht finde hier in irgendwelchen Neuigkeiten und sowas ist noch, dass es Solo-Missionen geben wird für den Squad-Modus. Das heißt, ihr könnt mit bis zu 2 Freunden zusammenspielen als Team, als ein Team und könnt gegen die CPU spielen für irgendwelche Solos, für Missionen und sowas. Was das Ganze für mich heißt, ist, dass der Modus letztes Jahr nicht so erfolgreich war, wie sie es gerne gehabt hätten und sie jetzt mit irgendwelchen besonderen Belohnungen, die man nur kriegen kann, wenn man als Squad zusammenspielt, das Ganze nochmal ein bisschen pushen wollen. So klingt's für mich. Insgesamt, ihr merkt schon an dem Video vermutlich, bin ich jetzt schon richtig, richtig, richtig hyped für das Spiel. Ich glaube, es sind 74 Tage, bis das Spiel rauskommt, beziehungsweise bis dieser frühe Zugriff rauskommt. Also, ein bisschen über 2 Monate. So lang ist es nicht. Das halten wir auch noch durch. Ich habe sehr, sehr Bock drauf. Lasst mich mal alles, was ihr sagen wollt zu Madden 19, zu Madden 18. Was hofft ihr ist in Madden 19 drin? Was von den Sachen, von denen wir jetzt wissen, dass es in Madden 19 drin ist, findet ihr besonders geil? Lasst mich das alles wissen in den Kommentaren. Ich will es wirklich lesen. Es interessiert mich sehr, die verschiedenen Meinungen. Worauf wollt ihr Fokus legen? Wenn ihr Madden 19 habt, was macht ihr als erstes? Stürzt ihr euch auf Ultimate Team, spielt irgendwelche Solos oder startet ihr sofort eine Franchise als irgendein Einzelspieler oder als euer Lieblingsteam? Was ich ziemlich sicher als erstes machen werde, ist eine Franchise mit den Lions anfangen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze dann als Video mache oder einfach off-camera ein bisschen. Auf jeden Fall ist das das Erste, was ich mache. Lasst mich wissen, was ihr als erstes macht. Wenn euch das Video gefallen hat und dass ihr so schnell Updates kriegt, lasst mir ein Like da, damit ich das weiß. Wie gesagt, wenn ihr keine Updates zu Madden 19 verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.